soon as we have the... Synchronization working very well. I have Tara, who will be on my... Ganz zentral ist dabei die Africa EU Green Energy Initiative. Deswegen freue ich mich, heute hier ankündigen zu können, dass wir dafür bis 2030 4 Milliarden Euro zur Verfügung stellen werden. Für Beratung, Investitionen und für die weitere Hebelung von privatem Engagement. Um das ganz klar zu sagen, hier geht es nicht um Entwicklungshilfe nach dem überholten Schema von Gebern und Nehmern. Hier geht es um Investitionen, die sich für beide Seiten auszahlen. Wir müssen zeigen, wie Wachstum, soziale und wirtschaftliche Entwicklung funktionieren können, ohne unser Klima und unsere Umwelt zu zerstören. Erneuerbare Energien, klimafreundliche Technologien, der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft über Länder und Kontinente hinweg, wirtschaftliche Diversifizierung, all das birgt ein unglaubliches Potenzial für eine engere Zusammenarbeit zwischen uns und den wachsenden Ländern auf unserem Nachbarkontinent.